Ich habe oft Projekte erlebt, in denen die Strukturen so aufgebaut sind, dass man ein Projekt hat, eine Fachabteilung, die hat ein Projekt. Dann wird das Projekt abgegeben an eine IT-Abteilung. Diese IT-Abteilung gibt das Projekt ab an eine weitere IT-Abteilung, zum Beispiel externe Dienstleister oder interne Dienstleister, andere Abteilungen, anderes Subunternehmen, wie auch immer. Dieses Subunternehmen gibt dann das Projekt an andere Subunternehmen oder externe Dienstleister und so weiter. Dann hat man so eine Kette von mehreren Ebenen, wo dann der IT-Dienstleister die Arbeit wirklich umsetzt, sage ich mal, seine Arbeit verantwortet vor einem Manager. Dieser Verantwortliche verantwortet die Arbeit, die er bekommt, vor einem anderen Manager.